Hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube-Freunde. Wir haben heute mal ein neues Format und zwar werde ich hier Lappen Yu-Gi-Oh! Testen lassen. Mit dabei habe ich heute einen guten Freund von mir, wir machen heute LAN-Party und ja, er wird heute ein Monarchendeck testen und er hat seit ziemlich vielen Jahren kein Yu-Gi-Oh! Mehr gespielt. Hat gerade mal ein einziges Duell gespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich euch das auch noch zeigen werde, keine Ahnung, weil da hat mir halt keinen Sound, aber das war echt cool. Da haben wir ihn Cosmo spielen lassen und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Duell. Er spielt gegen Bujin, damit wir es ihm nicht zu schwer machen und dann legt doch mal los. Ja, was ist jetzt strategisch besser, fragt man sich natürlich. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Stein, Schere und Papier, alles natürlich gleich gut, aber ja, es lohnt sich da schon drüber nachzudenken. Ja, und verloren. So, ja, mit dieser Hand kann man doch was anfangen. Wenn der Gegner anfängt, kann man damit schöne Sachen machen. Ich werde ihm keine Tipps geben, nichts verraten. Er darf Fragen stellen zum Spiel an sich, mehr aber auch nicht. Und ja, ansonsten werden wir hier nur als Beobachter auftreten. Diese Hand ist gelinde gesagt jetzt nicht so gut, das weiß er aber noch nicht. Nein, sitzt du nicht. Und ja, wollen wir doch mal sehen, wie er darauf reagiert und wann er merkt, dass die Hand nicht so gut ist und dass er nichts machen kann. Das ist ihm egal. Was? Ja, das ist ein sehr, sehr schlauer Zug. Kann ich nur unterstützen, das war super. War nicht minus 1. Ja, also wie ihr seht, ein absoluter Anfänger, der sich nicht mal die Karten durchliest, sondern einfach guckt, was kann ich aktivieren. Das ist so funktioniert Yu-Gi-Oh!, meine Freunde. Also so funktioniert, so müsst ihr es immer machen. Ihr aktiviert einfach alles, was ihr aktivieren könnt. Egal, ob euch das gerade was bringt oder nicht, dann geht ihr ohne Monster in die Battle Phase, weil das ist der absolute Meta. So sollte man das machen. Ja, mein Freund ist noch aus der alten Zeit, wo man noch so mit, er hatte damals ein, damit hab ich noch auf Stein gespielt. Was hast du nochmal für ein Deck? Ein außerirdischen Deck. Ja, ein außerirdischen Deck, also absolutes Meta. Das war das neueste, ja, mit den ganzen, ich glaube, die haben doch immer Counter auf einen draufgelegt, diese A-Counter oder so ähnlich, ne? Ja, ist schon ziemlich lange her. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video und wie ihr seht, absolute Pro-Plays, die mein Kollege hier ablässt. Er hat seinen Stormforce einfach so gewastet und hat jetzt für nächste Runde keine mehr, was echt schade ist, aber unser Gegner scheint auch eine schlechte Hand zu haben. Wir spielen gegen einen Bot, um es mal im Gegner, er hat so ein Pech, um es meinem Kollegen nicht so schwer zu machen. Außerdem, ja, wenn ich ihn jetzt gegen echten Spieler spielen lassen würde, das wäre echt zu unfair. Und deshalb, das heißt aufgeben, da drückst du nicht drauf. Und jetzt? Nur noch eine Karte, ja. Ja, genau, gib noch mal eine Karte her. So funktioniert Yu-Gi-Oh! Ihr wisst doch einfach, wenn man eine schlechte Hand hat, zieht man doch einfach weiter. So funktioniert das doch super. Ich meine, der Topf der Gier war ja auch nicht broken. Auf einer nicht sozialen Ebene, ja. Gib eine Karte, ja. Ja, und wollen wir noch mal sehen, wann er merkt, dass er diesen Zug wieder nichts tun kann. Das könnte noch dauern. Aktivieren! Nein! Aktivieren! Oh mein Aktivieren. Gott. Aktivieren! Was kann er eigentlich? Falsch gemacht. Aha. Ja, also sehr, sehr guter Zug, was er hier heute wieder an den Tag legt. Attacke! Battleface! Ja, entfahren wir, ne? Ja, dann wollen wir nochmal gucken, wie lange Bujin ihm noch Zeit geben, dieses Duell für sich zu entscheiden. Ja, die Backrow macht mir jetzt auch schon Angst. Oh, und er hat endlich eine spielbare Hand vorausgesetzt, da liegt kein Solemn Strike. Kann der? Ja, du liest meinen Effekt, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich konnte nicht lesen. Ja. Idea wie Heaven Monarch, für die Leute, die gerade zugucken, ihr solltet diese Karte kennen. Er kennt sie noch nicht und weiß nicht, wie gut sie ist. Sie ist einfach zu gut in den Monarchen und ich hoffe mal, er wird sie jetzt richtig einsetzen. Und... Ja, mach mal, ne? Oh, Vanity's Emptiness, das tut richtig weh. Jetzt kannst du nichts vom Deck specialen. Also du kannst allgemein nichts specialen. Du hast schon genormelt. Ja, du kannst das Ding nicht einfach wegmachen. Das ist eine permanente Fallenkarte, das heißt, du kannst nicht specialen. Die zerstört sich allerdings selbst, wenn auf der gegnerischen Spielfeldseite eine Karte auf den Friedhof geschickt wird. Kannst du nicht auf Entfernen klicken, die entfernt sich? Nein, kannst du nicht einfach machen. Und die Informatik ist besser. Ja, entfernen, aber ja. Hättest du angreifen können, aber egal. Ich habe da auch nichts. Ja, hallo, könnte ich was machen? Du hast noch eingezogen. Das bringt dir wenig. Attacke!
Face. Ja, der hier wird zu Tode gepokt, das ist die absolute Meta, wie ihr seht. 800 ATK direkt angreifen, das ist der Real Shit. Also kauft euch 40 mal Idea der Heaven Monarch und ihr gewinnt sicher. Das ist die absolut beste Strategie, die es gibt. Was du kannst den Effekt aktivieren, du wirst gefragt, ob du das willst oder nicht. Ja, Mama. Ja, du musst schon jetzt das Ding aktivieren. Kann der? Der banisht eine Monarchenzauber der Falle vom Friedhof und dann kannst du ihn im gegnerischen Zug Tribut beschwören. Ja, krasse Sache, ne? So, jetzt musst du das aber auch Monster als Tribut anbieten. Oh, scheiße, ich hab so eine Auswahl. Du musst beide nehmen. Oh, und da kommt die Solemn Warning. Möchtest du Effekt aktivieren? Ja, Mama. Und möchtest du den Effekt aktivieren? Ja. Was hab ich gemacht? Was ist das? Ja, seine Dinge ist kaputt gegangen. Jetzt hast du die Karte wiederbekommen. Ist doch schön, oder? Ja. So, jetzt hast du eine Karte, die du aktivieren kannst. Nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich mal sagen, ne? Jetzt musst du einen Monarchen vorzeigen. Vorzeigen, mehr nicht. Ha, ich hab diese Karte. Ja, das ist schon... Was machen das? Ja, okay. Ja, lies doch mal vorher, meine Fresse. Das kann doch nicht so schwer sein. Deine Hand war gerade noch spielbar, jetzt nicht mehr. Danke. Ah komm, ich nehme direkt nochmal auf die Hand. So. Vielleicht geht's in die nächste Runde. Ja, ja. Los. Battle-Phase. Aha, danke. Rechtsklick. Rechtsklick. No. Du kannst nämlich nichts machen, so. Jetzt überlege ich weiter. Okay. Das war schlau. Echt? Nein, natürlich nicht. Ja, also. Aktiviere! Ja, aktiviere das ruhig gerne nochmal. Das hilft total. Was machen das? Das reduziert das Level von einem deiner Monarchen der Stufe 8 in deiner Hand um 2 bis zum Ende des Spielzuges. Das heißt, du kannst es dann für einen Monster weniger als Tributbeschwörung beschwören. Ja, mach mal. Und solange du ein tributbeschworenes Monster kontrollierst, kann dein Gegner keine Karten vom Extra-Deck beschwören. Und wenn du mit einem tributbeschworenen Monster ein gegnerisches Monster angreifst, dann kriegst du kriegt das Monster 800 ATK drauf. Als ich Yu-Gi-Oh! Gespielt habe, ja, da hat man die Bildchen noch auf Steine gemalt, ja? Also. Ja, das waren noch Zeiten, die 80er. Die 18er. Mhm. Ist jetzt nicht so der lange Text, ne? Und noch nicht so kompliziert. Mhm. Aber in dem Zusammenhang nicht. Du kannst eine Karte abwerfen und dann zwei Karten, zwei Zauber der Fallenkarten schießen. Verschießen? Ja, kaputt machen. Also einer muss ich opfern. Ja, abwerfen. Ich will nächste Woche echt nochmal versuchen, das mit dem. Ja. Wenn du dir die einmal durchlesen würdest, würdest du auch verstehen, warum es schlecht ist, die zu aktivieren im Moment. Okay, dann. Inemine Mopel. Wer frisst du Mopel? Und du läufst weg. Haha! Von der Flying Man da. Ich weiß nicht mal, was er konnte, aber er war scheiße. Der hat eine Karte auf die Hand zurückgegeben. Na, Monster. Ich war tot. Ja, wie du siehst, hast du schon wieder eine sehr spielbare Hand. Aktiviere. Du musst trotzdem Monster als Tribut anbieten. Ja, ich weiß. Aber ich kann es. Ja, du kannst es. Was hast du davon? View, das ist View. View heißt angucken. Hör mal, hast du in Englisch aufgepasst? Ich hab Englisch 5. So, ja, hast schließlich nicht die liebe Deutschlehrerin in Englisch, ne? Deren Namen ich jetzt nicht sagen werde. Hi. Richtig. Jetzt mach mal weiter. Du brauchst ja ewig für deine Züge. Das kann ich doch meinen Abonnenten nicht antun. Shuffle. Ja, jetzt mach das. Das hat's richtig gebracht, muss man sagen. Also, ja, wie ihr seht, wir haben ja einen richtigen Metaspieler am Start. Oh, damit hat er nicht gerechnet, ihr Gegner beschwört ein Monster. Jetzt würde dir deine Zauberkarte, die du all die Runden aktiviert hast, was bringen. Mhm. Jetzt bringt sie, hast du sie, du ach, nicht mehr. Ja. Ach, ficken. Was sind das hier? Das ist die coole Karte, mit der du gerade eben vom Deck rausbashen konntest. Achso, aber was kann ich jetzt genau? Ich hab keinen Bock zu lesen. Dein Gegner sagt eine Stufe. Und also Stufe sind diese Sterne auf den Monstern und dann wirst du so lange Karten von deinem Deck runternehmen, bis du ein Monster hast. Und wenn es die Stufe hat, die dein Gegner gesagt hat, dann kommt es auf den Friedhof, sonst wird es gespecialt. Ja,
Ja, nice. Jetzt kannst du die Angriffsposition bestimmen. War das gerade eben schon hier ein Tipp? Die Angriffsposition bestimmen. Nein. Das heißt ich so. Grad, ich will mich nur angucken. Ja, 2000 ATK und irgendwas Dev, keine Ahnung. Ja, was kann die? Im Moment nichts. Du kannst, wenn du kein Monster kontrollierst, kannst du sie von der Hand specialen. Deshalb ist sie im Deck, aus keinem anderen Grund. Guck mal, der grüne Kreis heißt, du kannst das aktivieren. Oh ja, Mo. Es ist einfach zu stark. Hallo? Aktiviert. Du musst schon auf die Karte drücken. Was kann die? Jetzt kannst du drei Monarchenzauber der Fallen vorzeigen und dein Gegner bestimmt einen und die kriegst du auf die Hand. Ja, dann drehen wir die gleiche. Ja, kannst du rein. Nö. Nicht mehr. Aber du hast nochmal einmal die schöne. Die Idee. Oh, die nehme ich. Und mit der Tenacity kannst du sie dir suchen. Das Bild sieht cool aus. Oh, das auch. Ach, danke. Kann ich? Im Moment nichts, weil du keine weitere Monarchenzauber oder Fallenkarte auf der Hand hast. Kann ich hier, das schaffen wir nicht. Jetzt kannst du wiederkommen, was machen, ey. Den kannst du nicht holen. Du hast nur einen Monster, das du tributieren kannst. Du kannst nur den anderen holen. Ja. Schreibt in die Kommentare, wie euch dieses Format gefällt, ob ihr sowas nochmal sehen wollt. Ich hätte dann noch andere Leute, mit denen ich das gerne mal zeigen kann. Mit Farbe, ich fick dich. Ich fick dich, arme Narkoi. Oh, Handtrap, damit hat er nicht gerechnet. Hat er sich doch gerade eben sogar rausgesucht. Hättest du wissen können. Du Arsch, du kommst wieder zurück. Hallo. Tja, ich glaube, das wird er nicht so schnell tun. Wenn ich mir fehle, du kommst zurück. Du bist eine Karte, ja? Schick dich aber nach, Keul. Ja. Ich bin aber gewinnen, also. Ja, definitiv. Gerade eben war ich noch gewinnen. Jetzt kannst du wieder Plays machen und. Ja, aktiviere. Ja. Naja. Ja. Okay. Du musst schon auf die Karte drücken. Da ist nur eine Karte. Wieso kann ich die automatisch auswählen, Mann? Ey? Drei Karten durch Tür. Und nur eine. Nein, das ist diesmal ein anderer Effekt. Diesmal musst du eine Karte verbannen. Und die hier. Das ist deine Lieblingskarte, ne? Oh, du hast die gute gezogen. Jetzt kannst du sie auch mal nutzen, diese Runde. Wie denn? Ja, so wie die letzten Runden auch. Gar nicht. Die Zauberkarte, meine ich. Oh ja, aktiviert. Diesmal bringt die dir sogar was. Krass, ne? Aktiviere. Ja. Hat mir jetzt gemacht? Das ist wieder die mit den drei Karten vorzeigen. Boah, geil. das ist ein guter. Ja, sieht gut aus. Sieht schön aus. Setzen. Der ist ein Dev, der kann nicht angreifen. Los. Mann, ey, Nasen können auch angreifen, ja, und trotzdem ist kein Fleisch besser. Los. Diese Lobby. Mach was aus deinem Zug, bitte. Ja, wenn ich weiß, wie das geht. View, jetzt weiß ich mal. Warum hast du gerade eben wohl die Karte aktiviert? Welche? Die hier? Nein, die diesen Zug, die ausnahmsweise mal gut war. Mit einer Karte auf die Hand. Nein, das meine ich nicht. Welche setzen? Kannst du gerne machen. Bringt mir aber nichts, oder? Was? Bringt mir aber nichts, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Aber eigentlich sollst du was anderes machen, aber ich werde es dir nicht sagen, weil das wäre ja nicht fair. Schon. Nein! Mann. Darum geht es ja in diesem Format hier. Komm, du musst ja einen Tipp geben, okay? Okay. Lest dir die Zauberkarte durch, die du gerade eben aktiviert hast. Zauber sind die grünen. Okay. Nicht die, die du gerade eben aktiviert hast. Diesen Zug, die hier. Und lest dir mal durch, was die kann. Was kann diese Karte? Ich will umlesen. Uh-huh.
Tut mir leid, dass mein Freund hier ein bisschen abgeschweicht ist. Was? Die aktiviere ich hier. Du hast die schon aktiviert. Aber wie mache ich das jetzt? Ja, Monster beschwören. Ich kann egal was beschwören. Okay, beschwöre. Ja, du musst schon auf Normal Summon drücken. Ich muss gucken. Hetz mich. Hab ich gemacht. Ja, jetzt beschwörst du den. Jetzt musst du den Monster aussuchen, die du tributierst. Ich will den tributieren. Ja, du brauchst zwei Monster. Das hat die Karte gebraucht, dass du ein gegnerisches Monster tributieren kannst. Aha, jetzt krieg ich den Monster. Möchtest du den Effekt aktivieren, ja oder nein? Ja. Was hat der jetzt gemacht? Der gibt dir einen Monarchen auf die Hand vorm Deck. Gibt der jetzt einen Monarchen? Lol, der hat das einfach zweimal aktiviert, der Bot ist zu dumm, ey. Wessen nehme ich denn? Eine Mine Mopel, wer fragt Popel, die sein darf ich eine mal auf die hat er jetzt, was hat der jetzt hier, was heißt das hier? Der ist annulliert worden durch die Karte des Gegners, der Effekt. Ey, du Arsch! Schmutz, kaputt, Arsch. Kommt sie nach Hause, ich mach dich kommen. Das heißt? Der darf sich einen raussuchen. Nein. Wolltest du gerade mit dem Nein sagen, dass er das nicht darf, oder was? Ja. Das ist zu lustig, wenn ihr dabei sein könntet. Ja, es ist viel lustiger, als einfach nur das Video zu sehen. Meine Lieblingskarte. Ich glaube, ich werde das aber ein bisschen anders machen, dass ich das nicht komplett durchlaufen soll, sondern ich immer nur wieder nur so kleine Teile zeigen werde, weil es einfach zu lustig ist und sonst immer wieder langweilig wird. Aktivieren! Ja! Was macht das? Zwei Karten kaputt machen und am besten nicht deine eigenen. Ups! Aktivieren! Ja! Aktivieren! Wo ist die Karte eigentlich hin? Ja! Meine Lieblingskarte! Ja! Ja! Was hab ich getan? Du hast deine eigene Karte geschossen. Ja! Ich bin gut! Ich bin gut am Nakoi. Muss eh beide nehmen. Ach, du hast den falschen genommen. Ja. Mhm. Jetzt kannst du zwei Karten schießen. Jetzt zwei. Was ist das für ein scheiß Hase? Dürfte ich jetzt mal meine Karten auf dem Spielfeld behalten? Du hast das war dein Effekt, dass du den geschossen hast. Ich hab den doch drüber weggeklickt. Ja, und deinen eigenen auch. Nein. Doch. Hast du. Ah, das ist so lustig. Aber das Spielprinzip besteht ja daraus, klick so viele Cuts. Ja, definitiv. Das ist das absolute Meta. Jetzt sieht doch, dass wir was können. Ich frage mich, ob man mich in der Aufnahme nachher hören kann. Ich hoffe mal, ne? Ja, dann hören wir vielleicht einen Schwanz. Ja. Ja, mach mal. Attacke! Scheiße, dein Leben. Wo ist meine Lieblingskarte? Du hast schon alle drei verbannt. Oh Mann, jetzt muss eine neue. Die ist cool. Das hab ich auch verbannt, scheiße. Was macht dieser Hase? Was macht dieser Hase eigentlich? Wie oft hat er das auf der Hand? Der sucht sich das in der Endphase immer raus. Okay, was kann ich jetzt machen? Was hat der gemacht? Einen abwerfen und dann Level 1 Monster vom Deck specialen. Den mag ich nicht. Ah nein, falsch! Du magst die Karte, ne? Ich hab mir jetzt Kopf hier. Haha. 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 Mit 800, wie süß. Haha. Ja. Boah, hast gesehen, ich bin noch voll im Lauf, ey. Mein Abonnent, ja. Ja, du hast Karten. Ja. Attacke. Jetzt kannst du sogar noch. Och nein. Soll ich es tun? Soll ich es tun? Nein, ich lass es machen, sonst schippt gleich meine Karte, oder? Ja, natürlich stimmt die, hat weniger ATK. Ich
Scheiß drauf. Hallo Akbar. Das soll ich besser rausschneiden. Kann ich eigentlich, ich konnte die auch früher mal in einer bestimmten Phase, konnte ich auch drehen und rennen, wie ich will. Also nicht in dem Zug, in dem du den geholt hast. Achso. Aber du kannst so eine Tributbeschwörung machen. Wie? In die Mainphase gehen. Nein, nein. Nee, auf deine Hand. Mach was draus. Nein. Hätte ich 2 Dieter nehmen sollen? Was? Nö, mach ruhig weiter, alles gut. Ist ja nicht schlecht, aber du hättest besser was draus machen können. Ja! Eine Lieblingskarte! Was mache ich da? Wieso klicke ich die ganze Karten an? Ich habe das Spiel Yu-Gi-Oh! Scheiße, ich habe die Karte falsch umgesetzt. Ja, los Karte, Attacke! Was hat sie gemacht? Die war doch dasselbe wie gerade eben. Ich will in die Battlefield, komm, zurück in die Battlefield, komm. Zurück. Wer das gerade nicht sehen kann, er hat gerade versucht, auf den Löschen-Button zu klicken. Der Löschen war so rückwärts wagen. Haha, ich war stärker. Wie lange willst du? Ich spiel's jetzt auf Zeit, ne? Nein, ich spiel, weil ich keine Ahnung, was ich mache. Eine Lieblingskarte. Haha. Haha, du Arsch. Du Arschloch. Hey, du Flachpfeife, komm. Ich rasier dich. Wisst ihr, was ich richtig lustig fänden würde, wenn ihr gleich direkt tot geht? Jetzt fick ich den. Jetzt fickst du den, Amenakoi? Ja, pass auf, ich töte erst den hier und dann töte ich den hier und dann ist er tot, ja. Mach ich's ja gar nicht. Mach, das ist ein guter Plan. Rasier den einfach mal. Mhm. Hey, wieso hat der kein Leben verloren? Ja, weil du ja unterbrochen hast, weil du gesagt hast, dass du was aktivieren willst. Der Angriff läuft noch, aber du hast was angekettet. So, wie viel hat er? 3500? Ja, und du kannst mit dem anderen noch angreifen. Danke. Und wenn ich die Runde gewinne, ja, was kriege ich? Nichts. Dann bin ich der Boss, ja. Dann bist du sowas von der Boss. Aber du spielst auch ein Meta-Deck gegen ein Deck, das 2014 mal ansatzweise... Okay, es war mal gut, aber es war mal... Das ist schon des Längeren her. 2014 war ich mindestens jetzt schon genauso... Du weißt, wann ich Yu-Gi-Oh! Das letzte Mal gespielt habe. Ja. Da kannten wir uns noch nicht mal. Ja, das ist richtig. Jetzt mach mal weiter. Ich will nicht ewig zu schneiden haben. Zum x-ten Mal, du kannst in der Battleface nichts beschwören. In der Mainface? Ja, außer du hast es diesen Zug schon. Komm, nächste Runde mach ich kalt. Nächste Runde. So. Dann fickst du den Amenakoi. Ja. Ach du Penner! Was macht er denn? Der specialt jetzt was raus. Ja, ich aktiviere. Los geht's. Aha, yeah. Kann nicht jeder. Doch, aber fast jeder. Doch. Ja. Ja, okay. Was macht das? Was bringt das? Ja, okay, ich hab die Hände. Ich will mal einen Scheiß drauf auf durchlesen. Das war jetzt das Beste. Du hast die Karte, die du raus special wolltest, gebanished. Das heißt, du kriegst das Ding nicht mehr aufs Feld. Was mach ich jetzt hier? Ach, muss ich 2 anklicken oder was? Ja. Yeah. Und was macht die dann? Durch Tribut beschwören. Also die hier? Ja. Haha. Das hat's richtig gebracht. Ja. Jetzt ist ein Monster weniger als vorher. Hallo. Wieso tötet er den? Wieso tötet er den? Tja. Und dann wäre dieses erste Duell auch mal beendet. Ich hoffe, euch hat das gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß und bleibt gesund. Hat er das geschafft? Tja, er hat halt einen Monsterfriedhof gehabt, das seine ATK erhöht hat. Halt's mal. Noch Fragen? Nein. Tja, du hast halt schlecht gespielt. Halt's mal. Wieso? Amenakoi, rasierst du mich? Mhm.